Ja, willkommen heute zur ersten Folge von Zum Beitel mit direktem Online-Streaming. Als erstes Mal werde ich jetzt Zum Beitel starten, weil es geht darum, noch eine neue Errungenschaft freizuschalten. Und es hat auch ein neues Event begonnen, das ich mir noch nicht angeschaut habe, zum Halloween-Thema. Also mal sehen, was so los ist. Auf geht's zu Zum Beitel. Das ist schon das neue Halloween-Motiv. Also das ist anscheinend die neue Währung. Trick or treat is too slow, let's burn and pillage for candy. Okay. So, der da ist... Ach, ich habe eine neue Verkleidung. Und es gibt den zweifachen Bonus irgendwie auf die ganzen Sachen. Hier ist übrigens eins der Achievements, die freizuschalten sind mit, ich glaube, Black and White Chocolate. Wenn man das hier komplett durchgeklickt hat, dann hat man da auch schon ein Achievement bekommen. Aber das kann ich euch leider nicht nochmal zeigen, weil ich das Ganze halt schon einmal durchgelesen habe und das nicht nochmal abspielbar ist. Es waren recht lustige Dialoge, auch wenn er etwas abschweifend war. Und ja, es ist okay, dass er da mir jetzt keine weiteren Diamanten zur Verfügung stellt. Aber dafür habe ich das Ganze noch an einer anderen Stelle vor mir. Und deswegen auch die höllischen Errungenschaften. Aber dazu erstmal ein Blick auf die aktuellen Errungenschaften, so wie sie jetzt momentan... ja, ich sie bei Zum Beitel bisher geschafft habe. Und zwar, das sind diese. Also so ist meine aktuelle Liste und eben das letzte, was ich, beziehungsweise das vorletzte war, glaube ich, das Chocolate. Mal gucken, hier, das war das Dark or White Chocolate. Das ist das, was ihr unten eben in diesem Dialog tatsächlich bekommen könnt. Da, kurz danach habe ich dann sogar noch das hier geschafft. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 25 Keys, die ich eingelöst habe. Also hier oben über das Cellphone. Ah, ja genau, da haben sie auch gesagt, sie haben irgendetwas geändert. Next Bounty in Need. Need to unlock Maurice. Also jedenfalls in den Mail Options hat man ja hier die Möglichkeit, den Spectre Genie Code immer da zu replyen und dann irgendwelche Geschenke, im Regelfall Diamanten, zu bekommen. Und davon habe ich bereits anscheinend über 25 oder genau 25 eben weggeschickt und deshalb dann eben diese Errungenschaft hier bekommen. Die Riegel Hot Mail. So, die anderen, das erste war das Cellphone bekommen, das andere ist dieses Schiff bekommen, den 3D-Printer für die Hölle und auch hier, dass ich jetzt die Geister und Gespenster einsammeln kann. Dann Brains, das sind glaube ich jeweils ja, die Freischaltung von bestimmten Figuren gewesen. Also wenn ich hier nochmal, die sehen alle ein bisschen anders aus, sie haben sich wohl verkleidet. Ja, aber ich denke, dass der Zombie und der Giant Zombie, das waren eben zwei von diesen Teilen hier, eben, dass ich die jeweils freigeschaltet habe. Das ging relativ schnell. Ihr seht, vom 15. August habe ich die jeweils nacheinander freigeschaltet. A Dark Secret, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich meinen Black Orb bekommen habe. Und hier dann die nächsten. So, das sind, glaube ich, dann Ausbauten in der Hölle wahrscheinlich. Und ja, was mir jetzt noch fehlt, die vier versteckten. Ach ja, das hier war übrigens auch, man muss Level 666 allein mit Bob schaffen. Der Monolith, also der hier rumläuft, der ist dafür unschädlich, weil beim letzten Event hat man den ja mit einem Level bekommen. Aber das war kein Problem, ich konnte trotzdem die Errungenschaft bekommen. Und genau, das habe ich bekommen, nachdem ich die, ich glaube, drei Hüte über diese fliegende Kiste eingesammelt habe. Und dass hier eben die, das Arkan-Crafting soweit fertig gemacht habe. Plenty of Efficiency. So, und jetzt eben, damit ich auch schauen kann, was jetzt die letzten vier noch sind. Ich weiß es natürlich schon.
Also das eine ist das Herrichside und das Shakuside. Da gehe ich davon aus, das ist das vierte und fünfte Königreich. Sobald ich die geschafft habe, sind diese beiden auch freigeschaltet. Und dann das hier ist letztlich das Maximale herzustellen, was eben für diesen Schrott, für den Müll möglich ist. Und hier unten, das ist das bescheuertste Errungenschaft, weil ich muss nämlich, um die zu bekommen, mehr als die Hälfte oder zumindest auf jeden Fall die Hälfte von meinen White Orbs ausgeben. Und ich habe das schon so weit vorbereitet, dass ich zumindest in der Lage bin, das jetzt in Kürze zu machen. Dazu gehe ich mit euch, also das Cellphone mal weg. Und dazu muss ich zu euch zum Arkankräftigen. So, hier habe ich jetzt zum Glück gerade wieder einige Sachen abgeschlossen. Hier habe ich jetzt den nächsten 6er Shared. Da kann ich gleich nochmal nachschauen, wie aktuell meine DPS-Multiplier sind. Du bekommst den ja nicht. Oh, der sieht aber irgendwie nackig aus. Also von den Shares habe ich aktuell 648 als Multiplier. Ich verstehe gar nicht, wieso das so hoch ist. Okay, 6x6, 36 und dann noch ein dritter dazu. Und jetzt kommt der vierte dazu. Also 636, dann mal her damit. Und mal schauen. 3888 vom Scherz. Das macht es zumindest etwas entspannter, weil diese 9,3 Billionen von den Orbs, die sich dann jetzt nochmal halbieren werden, sind dann nicht so gravierend, weil ich andere Multiplikatoren habe, die es hoffentlich so weit ausgleichen, dass mir der Verlust dann nicht so ins Gewicht fällt. Also deswegen sehen die alle so merkwürdig aus, weil die alle schon für Halloween verkleidet sind. Also zurück zum Arkan-Crafting. Und ja, ich habe jetzt hier die Sinnlos-Chest, also klar, die kleine, aber einfach, weil das halt nicht so viel Zeit braucht und ich die einfach durchklicken konnte. Und ich werde jetzt die Hälfte, sogar mehr als die Hälfte, weil ich habe jetzt knapp 148, das heißt eigentlich würden 74 ausreichen, aber dem will jetzt halt 83 Millionen. Und jetzt gehe ich mit euch mal den Dialog durch und tatsächlich diese Orbs loszuwerden. Also, auf geht's. Uhuhu, you are about to spend more than half your white orbs. Ja, ich weiß, Errungenschaften machen die unsinnigsten Spielverhaltensweisen möglich. Also, you know you lose a lot of DPS doing that, right? Okay, wenn ich no sage, dann sagt er, dass es meine DPS danken werden, aber ich will die Errungenschaft, ich werde weitermachen. Might not be the best decision of your life. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. I'm not your mom, so you do what you want. Ja, ich tue sowieso, was ich will, also weiter. But I want to be sure you know what you are doing. Okay, ich bin sicher, ich weiß, was ich tue. Deswegen nehme ich es auch auf, um den großen Verlust wenigstens zu dokumentieren. After all, a bunch of times my kids took my iPod. Haben zufälligerweise irgendwo drauf rumgeklickt, bis sie in die Option gekommen sind. Okay, and bam, erase all data. Tja. Man sollte halt seinen Kindern nicht das iPhone in die Hand drücken, aber okay. Ich habe meine caught my daughter doing it one time. She was like 1 year old, but the looks in her eyes as she pounded that erase all data button over and over. Many hours of gameplay gone. And she was laughing and rolling all over my iPod. Tja, ihr hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, offensichtlich. So, yeah, I guess the point is, ja, was ist denn der Punkt? Worum geht's denn eigentlich? Are you sure you do what you want to do that? Yes, ich bin sicher. Also wer hier einfach nur die rote Seite immer durchklickt, der wird dann auch nicht durchkommen. Okay, it's done. Oh. Okay, ich habe meine Billigkiste bekommen von dem Zeug, was ich eh dann verschrotten werde, aber ich habe auch das Achievement bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Also zumindest hat es doch gerade angezeigt, dass ich es bekommen habe. Also,
Alle Errungenschaften. Und siehe da. Jawohl, es ist angekommen. Hier unten, ja. So, jetzt kann ich mich wieder hocharbeiten auf über 200. Ich glaube, ich war auf dem Weg zu 250 Millionen Goldorbs. Und naja, jetzt fehlen mir halt nur noch drei Errungenschaften. Ich habe ja gesagt, zwei davon waren die Königreiche. Mal gucken, was jetzt die letzte eigentlich... Achso, genau. Und das andere war das mit dem Müllcrafting. Mit dem Rubbish. Das kann ich euch jetzt auch gleich noch zeigen, weil ich bin ja eh gerade hier, wenn ich schon mal da bin. Also, hier geht es darum, also ein Rubbish... Das ist der normale Rubbish, den brauche ich ja eigentlich im Moment, um die Arcane Power Cells herzustellen. Aber jetzt geht es auch darum, eben mit dem Rubbish den Rubbish Pile herzustellen und mit dem Rubbish Pile noch einen Rubbish Heap. Und mit dem Rubbish Heap müsste ich dann, glaube ich, schon das Maximum. Also ich brauche noch einen Rubbish Heap, dann sollte ich diese andere Errungenschaft, die ich aktiv dort bekommen kann, noch erreichen. So, dann kann ich ja jetzt gleich schon mal den Schrottcrafting hier machen und dieses Buch gleich wieder loswerden. Und da noch ein Necrosword und ein Power Axe mit reinstecken. Und dann ist das auch schon erledigt. So, kann ich jetzt, habe ich natürlich davon nur zwei. Da könnte ich theoretisch jetzt ein Power Cell herstellen. Aber da werde ich jetzt mal noch ein bisschen abwarten und eher diese, einfach das Rubbish erledigen. Dann ist das auch mal weg. Und dann kann ich in Ruhe die Arcane Power Cells weitermachen. Ansonsten ist jetzt im Moment nichts weiter speziell zu kräften, außer natürlich dann die Ghost, aber das mache ich dann automatisch von vorne. Soweit, also hier ist jetzt der neue 6-Multiplikator fertiggestellt. Und ansonsten ist halt hier der eine Scherz. Da, der Scherz ist dann jetzt diesmal wieder, um den Geldmultiplier zu machen. Und jetzt kann ich hier natürlich erstmal einige Ghost-Crafts fertig machen. Wahrscheinlich mehr, als ich überhaupt an Geisterseelen habe. Mal gucken, wie viel habe ich jetzt aktuell noch übrig. Okay, 11 habe ich noch. Gut, dann kann ich die schon mal starten. Ich warte jetzt noch die 30 Sekunden nachher, bevor ich dann den Boost aktiviere. Und in der Zeit kann ich mir ja schon mal ein bisschen anschauen, was hat es denn jetzt eigentlich hier mit diesem Halloween-Geschichte auf sich. Okay, das heißt, hier kann ich mir wahrscheinlich einmal diesen Time Travel sparen. Dann kann ich eine Power Potion kaufen, eine Power Axe, ein Death Charlick. Okay, damit kann ich dann die Sachen Vampire Blood, Skull Slayers bei 2, wenn Bob sleeps. Okay, das heißt, ich werde als erstes auf das Ding sparen und die anderen Sachen werde ich mir dann nach Bedarf kaufen. Wobei jetzt hier natürlich die Frage ist, das sind jetzt... At 50% to all DPS when Bob sleeps. Ist das die normale Potion oder ist das eine spezielle Halloween Potion? Okay, die anderen habe ich jetzt hier nicht. Gut, mal gucken, was die Power ist. Also die normale wäre 18 und die blaue wäre 60 Necrosword. So, das Necrosword hatte hier 60. Okay, also es sind dann wahrscheinlich blaue Items, die ich hier bekomme oder bekommen könnte. Und jetzt heißt es erstmal... Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt noch damit komme, weil eben aufgrund der hohen Verluste an den Weißen ist natürlich hier die Frage, also klar, das Gebiet habe ich normalerweise schon vorher abgeschlossen und ich ende normal in diesem Gebiet irgendwo um Level 1300 und hier ist im Moment so gar nichts los. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen in Bewegung reinbekomme. Okay, ganz, ganz klein wenig, wenn, also, naja, ausreichend genug. Also das heißt, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich irgendwie die Levelbereiche nicht mehr erreiche, sondern auch hier schaffe ich es durchaus, noch Schaden zu erzeugen. So, die werde ich jetzt nicht verdoppeln, weil dazu ist mir das... Ach, du bist das, die in so einem Würstchenkostüm steckt. Oh, du armes Teufelchen. Aber naja, jeder soll bei Halloween anziehen, was er will. So, jetzt ist aber noch hier Unlock Maurice First. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, beziehungsweise, genau, ihr habt doch irgendwo in den Options, habt ihr doch bestimmt Informationen zu den News. Genau, also jetzt, was habt ihr denn alles?
Marius the Snail has arrived and he bows bounties. Okay, mal gucken, wo der ist oder ob das der ist, der hier schon auftaucht. Small Halloween Event, collect all the candy corn. Okay, das new iPhone UI. The Chess Collector can, genau da hat er einen nicht ganz geklappt. Und Slow's Form will now wake Bub up. Dude, bro, I have a major sweet tooth. Let me have your candy and I can scooch. Okay, gucken wir mal irgendwie in den Karten noch ein bisschen rum. Vor allem das Spannende ist auch, also bestimmte Items, die eventuell schon mal zum Halloween-Event verwendet wurden. White Orb Drops mal 2. Die sollen zudem bei der Wiederholung dann auch zum halben Preis zu bekommen sein. So, des Weiteren hat sich auch in der Hölle noch ein bisschen was getan, und zwar in der Hinsicht, dass es hier irgendwie mehr Level gibt. Bei dem sieht man ja, dass hier jetzt noch ein paar Level sind nach Level 6, während hier glaube ich jetzt keine Level dazu, also da sind noch Level 6 und Level 7. Bei dem anderen sind da also ein paar mehr hinzugekommen, aber das dauert noch eine Weile, bis ich da ja in dem Bereich tatsächlich Sachen gesammelt habe. So, jetzt ging es noch hier darum, das Ghost-Crafting noch zu vervollständigen und dann den Boost hier zu aktivieren. Jawohl, 5 Stunden Crafting-Time überspringen. Lohnt sich natürlich für die 1-Stunden-Geschichten an sich nicht, aber zumindest habe ich ja hoffentlich jetzt auch noch, ja okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Geister, um das zu nutzen. Heißt es erstmal noch ein paar Geister einsammeln. Aber dazu gucke ich mal noch in die anderen Regionen rein, je nachdem, was da los ist. Und vor allen Dingen auch, was die Verkäufer dort haben. Ha, 3 von 4 Items. Das heißt, hier gibt es noch ein neues Legendary. Da ist eine neue Challenge, eine Bob-Challenge. Und da kann ich gleich schon mal meine Diamanten und hoffentlich ein paar Geister sammeln. So, Empty Demon Shell, Key Item, a shell with slime that holds demonic power, summons an old friend for help. Okay, das muss Maurice sein. Nehme ich an. So, mal gucken, habe ich den jetzt hier irgendwo dazu bekommen? Also hier ist er nicht. Wo ist Maurice? Ha, hier ist mal. Ui, was ist das denn? Eine Maurice-App. This week, Maurice will make this item, Rotten Necrowave Jug. Increase Ghost Dodge by 30. Cool. Time left, 7 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten und 30 Bounties left. Was heißt 30 Bounties? Ach so, stimmt, ich soll Sachen einsammeln oder irgendwie bekommen. Also collect white orbs. Das werde ich jetzt gleich bekommen, weil ich bekomme ja eigentlich 10 Millionen irgendwie knapp zusammen. Reach difficulty without buying a swarm of bats. Okay, Level 620 ohne die Bats zu kaufen, das sollte auch kein Problem sein, weil die sind ja eh nicht relevant für den, für die DPS. Reach difficult without buying the squid. Okay, squid war glaube ich dieses Tentakel-Ding. Also Swarm of Bats soll ich nicht kaufen und Flying Squid. Okay, da muss ich dann direkt zum Tom King. Aber das sollte auch nicht Problem. Skip me. Okay. Yes. Juhu. Jam. Okay, also alle 4 Stunden kommt dann eine neue Bounty und das war jetzt die erste von 30. Und ja, muss, also ich muss innerhalb von 7 Tagen die 30 Bounties schaffen. Ui. Na dann mal los. Also, achso, genau, ich muss jetzt mal noch ein bisschen gerade noch ein paar Seelen sammeln, damit ich eben diese Crafting noch starten kann. Und dann geht's gleich weiter mit dem Reset. Inzwischen geht das Seelensammeln auch deutlich schneller, weil ich nämlich den, also ein Item gekauft habe, womit ich 10% höhere Wahrscheinlichkeit habe. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit vorher war, 1%, 2%. Und ich vermute, dass sie dann tatsächlich auf 12% oder sowas gestiegen ist. Auf jeden Fall ist es inzwischen recht häufig, dass ich meine Seelen bekomme.
Und im Moment habe ich halt nur einen Seelenspeicher von 20, weil die anderen Items habe ich bisher nicht gekauft. Und so, jetzt werde ich mir dann gleich nochmal das Item oben angucken, also die Schriftrolle natürlich. Ansonsten, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Diamanten ich am Anfang hatte. Ob ich jetzt schon mindestens 11 Diamanten eingesammelt habe. Weil so viele sollten zumindest zusammenkommen. Auf jeden Fall gibt es jetzt im Moment immer nur ein Item. Aber das ist, glaube ich, auch am Anfang immer so. Wobei es dieses Mal gar nichts zu kaufen gab, womit ich die beschleunigen sollte. Also im Shop gibt es ja jetzt dieses Mal dort keine Items. Aber mal gucken, ob es noch einen weiteren Bereich gibt. Okay, auf jeden Fall gibt es noch weitere Diamanten. Und sie haben zumindest gesagt, dass sie, glaube ich, die Beschränkung für diese Items, also für die Event-Items, aufgehoben haben. Das heißt, man kann so lange sammeln und so viele sammeln, wie man möchte. Was wahrscheinlich auch daran liegt, was es dort jetzt für Preise gibt, weil das sind alles recht normale Preise. Okay, so, das sollte an den Seelen reichen. Wie viel habe ich jetzt aktuell? 20, okay, alles voll. Das passt. So, also Fast Ghost Craft. Die beiden kann ich wieder einsammeln und gleich den nächsten laufen lassen. Damit sind die soweit erledigt. Da gibt es jetzt erstmal nichts zu tun. Und jetzt mal noch gucken, was sie anzubieten hat. Jawohl, Diamanten. Diamanten sind das Beste, was du mir bieten kannst. Und das nehme ich immer gerne mit. Und jetzt geht's nochmal weiter zu schauen. Also, was hast du hier noch im Item-Dump? Das war Christmas, okay. Das ist dann nicht Halloween. Dann ist das natürlich auch nicht runtergesetzt. Und dann noch zurück zur Weltkarte. So, da will ich nochmal reinschauen. Da sind alle Uniques im Moment geerntet oder eingesammelt. Und hier habe ich jetzt... Ah, da ist die neue Candy Store. Da guck mal jetzt... Okay, genau, hier habe ich inzwischen alle eingesammelt. Da gibt es dann nichts mehr zu holen, aber Candy Store... Okay, das ist nur der Shop. Da lohnt sich im Moment... Also... Wenn das Hauptitem mal gekauft ist, nur dieses Death Shalik. Weil mit den anderen habe ich im Moment wenig Bedarf. Aber mal gucken, wie viel Event-Items überhaupt dann so abfallen und was ich dann damit tatsächlich noch so anstellen kann. So, was hattest du hier noch? Das waren die Kartoffelgeschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt günstiger sind. Mit 50 sieht es recht niedrig aus. Aber auch das kostet 250, um den ersten zusammenzubekommen. Und sie dann kann man ja auch dann zusammenkräften. Und mal schauen. Da werde ich dann nochmal nachgucken. Aber es gibt zumindest keine... Oder gab es auf der Weltkarte noch ein neues Portal, wo ich noch irgendwie... Nee, anscheinend nicht. Schade. Also es gibt zumindest keine eigene Welt dafür, wo ich auch noch, so wie bei dem letzten Event, noch einzelne Missionen dann machen kann. Und dann... Genau, hier sind zum Beispiel noch die Ghosts. Oder die Ghost-Sachen, die eben auch das Storage dann noch erhöhen können. Aber wenn ich da natürlich den anderen bekommen kann, auch wenn da noch 29 Sachen zu erholen sind, dann ist das schon mal ganz hilfreich. Dann muss ich nicht mehr so oft diese Geister einsammeln, um die dann nach und nach kräften zu können. Mal gucken, wo war denn hier dieser... Das war noch ein Sextant, den habe ich auch als Unique-Item im vierten Königreich bekommen. Somit sind überall noch mal eins weniger. Und... Genau, hier habe ich jetzt den MTD Demon Shell. Auto-Collect Chests von Monsters. Das war ein neues Item. Und genau hier der Blue Spectral Paranormal Stick. Und der hat mir 10% Ghost Spawning Chance dazugegeben. Oh, du trägst eine Verkleidung. Aha. Okay, also Reset. Damit sollte dann der nächste...
der nächste, wie hat er das genannt? Also die nächste Bounty, damit er sich schneller entwickeln kann, freigegeben werden. Also her damit. So, jetzt kann ich mal nochmal bei den Errungenschaften nachschauen. Also den 200er hatte ich... Ui! Okay, den 100er hatte ich schon weg. Und das Maximale waren 242. Also ich war letztlich kurz davor, den 250er zu bekommen. Jetzt dauert das natürlich noch eine ganze Weile. Gut, 17, 18 Resets, bis ich da wieder ankomme. Je nachdem, wie weit ich jetzt natürlich komme. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen achten. Also den habe ich jetzt bekommen. Und jetzt darf ich natürlich eben den Swarm of Bats und die Squid, die darf ich nicht kaufen, bis ich Level 966 bin. Was aber auch kein Problem ist, weil mein Bob schafft das ja locker, aber nicht in der Welt, sondern da muss ich halt wieder von vorne anfangen, tatsächlich im ersten Kingdom. Und hier einfach mal ein bisschen einsammeln. Weil immerhin geht der Bonus davon ja nicht verloren. Und ja, jetzt sehe ich hier natürlich nicht, wer ist. Also Zombie Horde war okay. Giant Zombie war auch okay. Red Knight war okay. Blue Spectre war okay. Swarm of Bats war nicht okay. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob nach einer bestimmten Anzahl von Geld er dann einfach weitergeht. Dann gibt es da noch eine recht einfache Möglichkeit, weil ich vermute, dass der da tatsächlich gar nicht drüber springt. Das heißt, ich bekomme den nächsten nicht freigeschaltet, bevor ich den nicht gekauft habe. Ist jetzt insofern kein Problem, weil ich hier jetzt einfach mal das ausmaxen kann bei ihm und mich dann an eine andere Welt begebe, in der ich dann hoffentlich schon stark genug bin, um hier nämlich zum Beispiel die 500er oder die 50er dort zu klären, also die auf jeden Fall, und dann hier schon mal loszulegen. Und ich muss ja jetzt erstmal nur bis Level 620 kommen, und das geht hier relativ zügig, indem ich dann einfach, sobald die nächsten freigeschaltet werden, nämlich einfach dort hochspringe. Weil ich muss ja nicht jede Farm dann sozusagen manuell komplett machen, sondern werde dann einfach in das nächste Feld springen, sobald es dort angezeigt wird. Und kann hier schon mal nebenbei noch ein paar von meinen Geistern wieder einsammeln. Ah, genau, dann gleich mal die Shift-Rolle, weil ich vermute mal, dass sie mir hier 5... Nee, schade. Hätte sie mir natürlich jetzt die Verkürzung um 5 Häuser geben können. Ihr seht inzwischen auch, wie lange, ich glaube 100 Sekunden sind inzwischen. So, hier habe ich jetzt 200 bis 300. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Also, dass mir der Skill inzwischen für 100 Sekunden läuft und ich natürlich weiter dran feilen werde, das auszubauen. So, also nochmal hier nachgucken. Aber ja, also das heißt, ich kann Monster nicht überspringen, sondern erst wenn ich das freigeschaltet habe, bekomme ich dann die nächsten zur Verfügung gestellt. Außer natürlich Karl den Monolithen, den habe ich inzwischen überhaupt kein Problem, den auch vorher schon zu bekommen. Ja, da hat der Karl Monolith schon Level 4 erreicht, ohne dass ich bisher die letzten zwei Monster freigeschaltet habe. Ach so, ich muss ja wahrscheinlich eh die Mannekeken erwischen, weil sonst bekomme ich gar keine von den Event-Items. Wobei, nee, ich bekomme auch so welche. Ich habe noch gar nicht mitbekommen, ob ich überhaupt durch die Mannekeken Event-Items bekomme, weil wahrscheinlich bekomme ich die ja doch nur durch die Häuserzerstörung. So, wo ist er denn jetzt gelandet? So, da oben geht's weiter. Und da ist jetzt auch... Jawohl, genau darauf habe ich gewartet. Und jetzt geht das Ganze noch deutlich zügiger. Habe ich jetzt zumindest noch 50 Sekunden, wo ich nur 3 Häuser pro Level erfüllen muss. Und da ist hier bereits 480.
Und hier oben, ja, da sehe ich jetzt wieder nicht, wo das hingeht. Okay, 540, genau. So, 510. Ah, vielleicht habe ich, Moment, da muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen, weil es kann sein, dass ich hier nämlich 620 noch gar nicht erreichen kann. Ja, da muss ich noch auf die vierte Welt, also auf die dritte, ins dritte Königreich. Weil hier erst hier kann ich die 600 tatsächlich überschreiten. Deswegen, ich glaube nämlich hier unten war irgendwo Level 620. So 550, 600. So, hier habe ich jetzt 580. So, das muss ich jetzt selber wieder machen. Der Stern hier oben ist übrigens dieses automatischen Kistenkollekten. Das heißt, die, die ich ja jetzt nicht manuell besiege, sondern wenn ich dann ein entsprechendes Level erreicht habe, dann werden die einfach über den Stern gesammelt und dann kann ich die später letztlich alles on block einmal freischalten. So, aber das Klicken brauche ich dann eigentlich im Moment nicht, wenn ich eh keine Seelen sammle und das Geld sowieso nicht benötige. Das heißt, dann kann ich einfach die, also das Autoklicken laufen lassen und darüber auch die Event-Währung bekommen. So, 580, dann fehlen eigentlich nur noch 20. Und dann noch bis 966, bevor ich den Squid kaufe. So, genau, hier unten ist der 620er. Und nämlich für Bob brauchte ich ja den 666er, der war dann hier wahrscheinlich in dem nächsten, als ich mir das Event, diese Errungenschaft geholt habe. Area completed heißt doch, ich habe die nächste bekommen. Was? Aha, das heißt, die. Mal gucken, ob ich die irgendwie beschleunigen kann, wenn ich alle davon aufgelöst habe. So, jetzt kann ich natürlich mal schauen, ob ich stark genug bin, um in dem nächsten Fuß zu fassen. Weil da geht es ab Level 800 los. Aber ich kann ja jetzt auch ja, die nächsten einkaufen. Dann machen wir jetzt mal hier wieder nur 100. Aber ich darf natürlich den Flying Squid noch nicht kaufen. So, das heißt, ich kaufe von ihm jetzt ein. Und natürlich ihn auch noch. Und dann ja, noch eine Minute warten und dann kann ich alle, aktiviere ich alle Skills gemeinsam. Aber auf jeden Fall komme ich hier auch schon vorwärts. Das passt doch ganz gut. Dann ist es auf jeden Fall nicht mehr lang hin, weil dann brauche ich bloß das eine durchzulaufen. Und dann habe ich auf jeden Fall meine 966, ich habe schon wieder vergessen, ja, 966 auch zusammen. Mal gucken, ob ich das dann gleich noch innerhalb der Minute schaffe. Weil immerhin brauche ich ja momentan nur 4 Stufen, also 4 Kämpfe pro Level. Und gleich, wenn mir die anderen Skills wieder zur Verfügung stehen, geht das nochmal richtig zügig mit dem Maximalschaden, den nämlich dieses Auto-Tapping auslöst. Also, los geht's. Aber ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass das Klicken dieses Mal irgendwie Eventwährung freisetzen würde. Weil ich auch nicht weiß, ob es bei den anderen so war. Zumindest kann ich mich nicht mehr sicher daran erinnern. Ich habe bisher bloß dieses eine Candy-Ding mit der Schildkröte mitgespielt. Und Level 966 erreicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier irgendeinen Effekt gibt, damit ich das irgendwie schneller wieder machen kann, aber nee. Das heißt, alle 4 Stunden knapp gibt es ein so ein Ding dazu. Und 26 Bounties brauche ich noch, um dieses nette Teil freizuschalten. Mal gucken, was danach kommt. Ansonsten denke ich, hat sich sonst nicht allzu viel verändert. Selfies sind immer noch die gleichen Geschichten.
Wobei, ich könnte aber mal den Hut wieder ändern. Weil das sind so die Hüte, die ich bisher alle gesammelt habe, durch die drei fliegenden goldenen Kisten sowie die drei besiegten Königreiche. Also Kiste, Kiste, Kiste. Königreich 1, 2 und 3. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich durch dieses Event. Aber ich möchte lieber ohne. Statistiken, da gibt es jetzt nicht so viel Neues. Und ja, ihr seht ja, wie viel Orbs ich tatsächlich collected habe und wie viel mir jetzt nur noch geblieben sind. Aber gut, auch diese Errungenschaft ist erreicht und es fehlen mir nur noch drei Errungenschaften. Und hier kann ich ja jetzt einkaufen und die restlichen Skills letztlich noch aktivieren bzw. dazu kaufen. Waren jetzt eigentlich alle eingekauft? Ja, und da war schon Level erfüllt, über weit über 100. So, jetzt kann ich nochmal, beziehungsweise ich werde jetzt wieder vom ersten Level aus starten, also vom ersten Königreich, und dort nämlich dort auch die Kisten mitzunehmen, auch wenn die Items an sich natürlich uninteressant sind. Weil das Einzige, was mich dann bei den Items hier interessiert, wenn ich die einsammle, ist letztlich sie entweder zu Schrott zu verarbeiten oder zu hochwertigeren Items, wie zum Beispiel hier natürlich dann die Power Cube Pieces oder die Deathmarks. Das heißt, davon kann ich ja einige auf jeden Fall herstellen, wenn ich diese Death Shalik kaufen kann. Mal gucken, ob sich von den anderen Sachen noch ein paar interessante lohnen, ob ich die Spectra Axe zum Beispiel noch ein paar Mal bauen werde, weil hier habe ich jetzt auch schon 5 Magic Axes. Also da ist jetzt nicht so viel, dass sich das lohnt, die alle so nacheinander immer noch mal zu bauen. Hier seht ihr die ganzen Hüte. Und ja, sonst gibt es im Moment nicht noch mehr Neues, aber das war ja schon wieder einiges. Und ja, viel Spaß beim Spielen, viel Spaß mit dem Halloween-Event, Halloween 2017. Und ja, die Items sind jetzt so nicht so spannend. Da ist das Einzige wirklich das hier als praktisches Item. Und dann natürlich der neue Slug, bzw. Mauris. Und dann mal sehen, was dort noch so ergänzt wird. Und ob der jetzt tatsächlich nur für Halloween bleibt oder ob der eventuell länger bleibt und ob er öfter was bringt. Also mal schauen. Ansonsten viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!